Da kommt hier so ein Opa um die Ecke, der internistisch und chirurgisch total eine halbe Leiche ist, ein halber Zombie ist, aber in der Woche 3-4 Mal drückt oder 3 Mal drückt und 2 Wettkämpfe macht. Da kommt hier so ein Opa um die Ecke, der internistisch und chirurgisch total eine halbe Leiche ist, ein halber Zombie ist, aber in der Woche 3-4 Mal drückt oder 3 Mal drückt und 2 Wettkämpfe macht. Da kommt hier so ein Opa um die Ecke, der internistisch und chirurgisch total eine halbe Leiche ist, ein halber Zombie ist, aber in der Woche 3-4 Mal drückt oder 3 Mal drückt und 2 Wettkämpfe macht. Da kommt hier so ein Opa um die Ecke, der internistisch und chirurgisch total eine halbe Leiche ist, ein halber Zombie ist, aber in der Woche 3-4 Mal drückt oder 3 Mal drückt und 2 Wettkämpfe macht. Dann kommt hier so ein Opa um die Ecke, der internistisch und chirurgisch total eine halbe Leiche ist, ein halber Zombie ist, aber in der Woche 3-4 Mal drückt oder 3 Mal drückt und 2 Wettkämpfe macht. Dann kommt hier so ein Opa um die Ecke, der internistisch und chirurgisch total eine halbe Leiche ist, ein halber Zombie ist, aber in der Woche 3-4 Mal drückt oder 3 Mal drückt und 2 Wettkämpfe macht. Das interessiert dich keine Sau für deinen Zombie-Bank drücken, hä? Für deinen, schleppe ich mal auf die Bank wie so eine halbe Zombie-Leiche und mache meine bescheuerten Sätze und denke hier, ich habe was getan. Das interessiert dich keine Sau für deinen Zombie-Bank drücken, hä? Für deinen, schleppe ich mal auf die Bank wie so eine halbe Zombie-Leiche und mache meine bescheuerten Sätze und denke hier, ich habe was getan. Das interessiert dich keine Sau für deinen Zombie-Bank drücken, hä? Für deinen, schleppe ich mal auf die Bank wie so eine halbe Zombie-Leiche und mache meine bescheuerten Sätze und denke hier, ich habe was getan. Das interessiert dich keine Sau für deinen Zombie-Bank drücken. Legendäre Bankdrückmaschine, der wird Schulter, Hüfte, Brust, alles wegreißen, weil du einfach zu dumm bist. Die legendäre Bankdrückmaschine, der wird Schulter, Hüfte, Brust, alles wegreißen, weil du einfach zu dumm bist. Die legendäre Bankdrückmaschine, der wird Schulter, Hüfte, Brust, alles wegreißen, weil du einfach zu dumm bist. Die legendäre Bankdrückmaschine, der wird Schulter, Hüfte, Brust, alles wegreißen, weil du einfach zu dumm bist. Das interessiert dich keine Sau für deinen Zombie-Bankdrücken, hä? Für deinen, schleppe ich mal auf die Bank wie so eine halbe Zombie-Leiche und mache meine bescheuerten Sätze und denke hier, ich habe was getan. Das interessiert dich keine Sau für deinen Zombie-Bank drücken, hä? Für deinen, schleppe ich mal auf die Bank wie so eine halbe Zombie-Leiche und mache meine bescheuerten Sätze und denke hier, ich habe was getan. Dann macht der Kerl 12 Arbeitssätze. Dein Mann ist ein Frack. Dann macht der Kerl 12 Arbeitssätze. Dein Mann ist ein Frack. Dann macht der Kerl 12 Arbeitssätze. Dein Mann ist ein Frack. Dann macht der Kerl 12 Arbeitssätze. Dein Mann ist ein Frack. Dann macht der Kerl 12 Arbeitssätze. Dein Mann ist ein Frack. Dann macht der Kerl 12 Arbeitssätze. Dein Mann ist ein Frack. Oder platzt mir echt der Arsch. Oder platzt mir echt der Arsch. Oder platzt mir echt der Arsch. Achso, die Hände einfach mal auf den Wanz knallen und dann ist Ruhe. Achso, die Hände einfach mal auf den Wanz knallen und dann ist Ruhe. Achso, die Hände einfach mal auf den Wanz knallen und dann ist Ruhe. Und ich werde auch mein Ding machen, werde meine 150 machen mit Intelligenz und Verstand. Und ich werde auch mein Ding machen, werde meine 150 machen mit Intelligenz und Verstand. Und ich werde auch mein Ding machen, werde meine 150 machen mit Intelligenz und Verstand. Dann kommt hier so ein Opa um die Ecke, der internistisch und chirurgisch total eine halbe Leiche ist, ein halber Zombie ist, aber in der Woche 3-4 Mal drückt oder 3 Mal drückt und 2 Wettkämpfe macht. Und wenn der dann einmal auf der FIBO auftaucht, müsste sich dann auch mal ein bisschen genauer umschauen und mal ein bisschen die Augen aufhalten, dass er nicht mal plötzlich von hinten in die Faust kommt. Also wer wirklich so dermaßen mit Stein wirft im Glashaus, die wünscht man auch mal richtig eins auf die Fresse. Und wenn der dann einmal auf der FIBO auftaucht, müsste sich dann auch mal ein bisschen genauer umschauen und mal ein bisschen die Augen aufhalten, dass er nicht mal plötzlich von hinten in die Faust kommt. Also wer wirklich so dermaßen mit Stein wirft im Glashaus, die wünscht man auch mal richtig eins auf die Fresse. Oder platzt mir echt der Arsch. Oder platzt mir echt der Arsch. Oder platzt mir echt der Arsch. Das interessiert sich keine Sau für deinen Zombie-Bank drücken. Das interessiert sich keine Sau für deinen Zombie-Bank drücken. Das interessiert sich keine Sau für deinen Zombie-Bank drücken. Indem er jedes Mal seine stinklangweiligen Bankdrück-Videos hochlädt, mit keiner Mucke, immer ein und dasselbe, eintönig bis zum Get-No, legt sich auf seine scheiß Bank, kein Spotter ist immer dabei. Da denke ich mir auch immer mal, lass doch die Hände einfach mal auf den Wanz knallen und dann ist Ruhe, wisst ihr? Indem er jedes Mal seine stinklangweiligen Bankdrück-Videos hochlädt, mit keiner Mucke, immer ein und dasselbe, eintönig bis zum Get-No, legt sich auf seine scheiß Bank, kein Spotter ist immer dabei. Da denke ich mir auch immer mal, lass doch die Hände einfach mal auf den Wanz knallen und dann ist Ruhe, wisst ihr? Indem er jedes Mal seine stinklangweiligen Bankdrück-Videos hochlädt, mit keiner Mucke, immer ein und dasselbe, eintönig bis zum Get-No, legt sich auf seine scheiß Bank, kein Spotter ist immer dabei. Da denke ich mir auch immer mal, lass doch die Hände einfach mal auf den Wanz knallen und dann ist Ruhe. Oder platzt mir echt der Arsch. Oder platzt mir echt der Arsch. Oder platzt mir echt der Arsch. Dann kommt hier so ein Opa um die Ecke, der internistisch und chirurgisch total eine halbe Leiche ist, ein halber Zombie ist, aber in der Woche 3-4 Mal drückt oder 3 Mal drückt und 2 Wettkämpfe macht. Das interessiert sich keine Sau für deinen Zombie-Bank drücken, hä? Für deinen, schleppe ich mal auf die Bank wie so eine halbe Zombie-Leiche und mache meine bescheuerten Sätze und denke hier, ich habe was getan. Die
legendäre Bankdrückmaschine, der wird eh Schulter, Hüfte, Brust alles wegreißen, weil du einfach zu dumm bist. Kommt hier so ein Opa um die Ecke, der internistisch und chirurgisch total eine halbe Leiche ist, ein halber Zombie ist, dickt sich auf seine Scheißbank. Da platzt mir echt der Arsch. Macht der Kerl zwölf Arbeitssätze. Und wenn der dann einmal auf der FIBO auftaucht, müsste sich dann auch mal ein bisschen genau umschauen und mal ein bisschen die Augen offen halten, dass er nicht mal plötzlich von hinten in den Faust kommt. Also wer wirklich so dermaßen mit Stein wirft im Klassenhaus, die wünscht man auch mal richtig eins auf die Fresse. Und wenn der dann einmal auf der FIBO auftaucht, müsste sich dann auch mal ein bisschen genau umschauen und mal ein bisschen die Augen offen halten, dass er nicht mal plötzlich von hinten in den Faust kommt.